Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe des Let's Plays von Serienjunkies.de. Mein Name ist Hannah und ich bin hier wieder zusammen mit... Adam, hallo! Hey, awesome Arm ist natürlich wieder in der Haus. Und wir spielen weiterhin, immer noch, ja, die Zeit vergeht. Immer noch! Immer wir werden uns nicht los. Spielen wir unfähigen South Park The Stick of Truth. Ich musste auch lachen, in der Redaktion fragten sie uns schon, was spielt ihr jetzt? Dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir sind immer noch dabei, Stick of Truth, und wir sehen schon gerade, wir haben ein Update. Wie kamen wir nochmal ins Such? So nicht. Oh Gott. Wie kam? Select. Select. Wo ist das Update? Wo ist das Update? L und R 2. Hast du geübt, privat? Nein. Ich kann lesen. Auch wenn die Orientierung hapert. Hier, es sieht hier nach Update aus, oder? Moment, wir sind im Level... Oh Gott, das muss ich wieder konzentrieren. Abilities ist vielleicht das Update, oder? Eins und echt? Okay. Du hast so recht. Oh Gott, wir haben unser Jiu-Jitsu ja schon voll. Komplett. Oh, Slang of David. Müssen wir das echt erwähnen, was Neues, oder? Geht das? Was ist das? Circumcise, ja. Nehmen wir das Stimmt. da, oder? Ja. Yes! Kajing! Super. Close war über Kreis. Wo sind wir jetzt überhaupt stehen geblieben? Ach, wir haben das Schiff verlassen, ne? Genau, wir sind aus dem UFO raus und... Mo. Stimmt. Aber hier die Deutsche, jetzt müssen wir eigentlich mal gleich weiter reingucken, oder? Müssen wir hier noch was machen? Nö, ist alles gut, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt die nächste Mission einfach... Gucken wir auf die Karte, oder? Was uns da... Ja. Wir müssen immer noch die Penner irgendwie verprügeln. Wir müssen hier die Farmsachen irgendwie machen. Jesus suchen... Timmy! Ach, einen, guck mal, ein Fähnchen brauchen wir nur noch im Timmy Express. Die Kindergärtner brauchen wir auch nur noch einen. Und Man Bear Pig mit Al Gore in the US Store. Das hatten wir gemacht, genau. Da reach an ideal spot on the South Park to use the diff. An ideal spot on the South Park? Ah. Haben wir den Defibrillator schon? Da gibt ich es weiß doch, nicht, musst du mal im Inventar gucken. Weil da gibt es doch irgendwo dieses, wie heißt es, dieses Loch, wo man runterklettern kann. Wo ist denn hier der Defibrillator? Ach, wir haben unser Weapon noch, genau. Können wir dann noch irgendwas upgraden? Ich frage mich immer, was bringt es, wenn wir da eine Portion uns in die Hand tun? Wir können doch immer irgendwie alle Portions auswählen, oder? Ich habe das irgendwie nicht so verstanden. Dann machen wir mal Large, weil ich finde die irgendwie am geilsten. Und hier, ach ja, können wir hier gucken, ob da irgendwie dieses Defibrillator, wenn du es siehst, sag Bescheid, ne? Was ist denn das? Crystal Fragment. Ist Crystal Meth damit gemeint? Ich habe keine Ahnung. Highlighter, Ice Cream, Marker. Gott, wir haben so viel Zeug. Ob wir vielleicht mal zu Geld machen oder so? Ach, das ist so Cent-Scheiße. Was ist da ein USB-Drive-Tor? Defi. Wäre das denn hier? Ah, das ist auch Junk. Ich glaube nicht, dass es dabei ist. Aber wo wäre das denn dann? Head? Ach ja, da haben wir auch, was wir aufhaben. Stimmt. Unseren Golf, Holy Ring. Alles gut. Das wollen wir nicht anziehen. Ach, dann schauen wir einfach mal weiter, ja. Oder? Oh, ach, die Analsonde haben wir noch. und schneller laufen. Das war hauen. Das war schneller laufen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wir sehen auch so sehr Hightech aus hier. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht schon jetzt auf die Karte gucken? Was ist das draußen? Ah! Oh mein Gott! Sie kamen aus dem Nichts! Es gab einen riesigen Erdbeben und dann war es in meinem Garten! Hast du davon gehört? Es ist alles über die News, hier, schau! Und dass ein riesiger Erdbeben und mehrere Feuer in der South Park Area letzte Nacht viele Residenten von ihrem Schlaf hier mit dem Report ist ein Mädchen. Alle Menschen hier sind hier, dass nichts aus dem Ordinären passiert. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open some... Vielleicht sollten wir noch kurz, wenn ich unterbreche. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's schools and they took the stick, and it's bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Sauron and recruit a whole other faction to Koopa Keep. Find the goth kids. Goth kids. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the Drow Elves once and for all. Fucking cheaters.
Die Goth Kids sind in der Schule. In der Schule, ne? Gut, ich drücke jetzt einfach mal X, wenn ich huste. Okay, Schule. Schule, Schule, Schule. Ich finde die Ladezeit immer noch relativ lang. Ja. Findest du das, Kenny? Kommst du mit uns mit? Brandy hat uns was geschrieben, was? Ali with the Goths. Talk to Goth Kids. Ups, oh, sorry, nein, dann bleib bei mir. Ich wollte nochmal in die Karte, das war nochmal, Moment, so nach oben, genau. Map, genau. Puh, da sind wir. Hier ist Dings. Das ist die Schule, nee. Ich glaube, die war hier links, sich irgendwo, ne? Da, nee. Das ist die Mall. Manbear Pig. Ja, war die nicht hier irgendwo? Da unten. Ah, okay. Cool, kriegen wir da irgendwas auf den Weg? Ist hier die Fahne? Sieht man nicht irgendwie immer die Fahne, wo man hingeht? Ja, schon. Naja, ich glaube, da links ist hier irgendwie, ne? Okay. Cool. Dann lass uns offen. Ach, wir haben Kenny wieder bei uns im Team. Ah, da hier ist die Fahne. Timmy. So, ab zur Schule. Sehr schön. Du musst an eine Fahne ran, oder? Oh je. Wir sollten echt, glaube ich, so ein YouTube-Channel machen mit irgendwie den unfähigsten Gamern ever. Wenn ich frage, ich hatte früher nie das Gefühl, dass ich so unfähig bin. Ich gelte, glaube ich, in meinem Freundeskreis auch nicht so als unfähig, aber wer weiß. Na, liebe Goth Kids, wo seid ihr? Da seid ihr. Müssen wir jetzt gegen sie kämpfen, oder? Hoffe nicht. I think that's not New Kid people are talking about. Beat it, New Kid. This area is strictly for Goth Kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the Wicked Elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, New Kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. Ist sich der Kleine eigentlich gerade? Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Kaffee und Zigaretten brauchen wir. Und wir müssen. Haben wir genug Kleidung? Mal schauen. Haben wir schon irgendwas hier Kleidungmäßiges, was passen könnte? Nee. Pyjamas. Okay, dann brauchen wir alles noch, ne? Kaffee, Zigaretten. Also zu Twerk oder wie heißt? Da gibt's Kaffee. Wo kriegen wir Zigaretten her? Von Pennern vielleicht? Wer raucht denn? Oder aus der Mall. Ja, gut. Müssen wir da kämpfen? In der Mall gibt's da bestimmt noch Hot Topic oder sowas. Bestimmt. Schauen wir mal. Also, dann würde ich ja, wenn wir da lang gehen, ach, wieder Fine Cheese. Hauptsache nicht wieder auf die Wölfe treffen. No, oh Gott, ja, ihr Lieben, die Wölfe, werde ich auch nicht vergessen. Genau, ich glaube, das ist da, wo man, ach nee, irgendwo da kann man runter, meine ich, aber egal. Ja, wir waren noch gar nicht in dem Mall, ne? Gibt's da allerdings auch keinen Kenny, weißt du? Timmy? Nee. Das ist ja blöd. Aber ich glaube, rechts irgendwo war doch der Coffeeshop, oder? Oh, Moment. Ah, dann gehen wir einfach hier hin. Moment. Büp. Coffee Shop. Community Center. Rechts. So, hinter der Mall vorbei. Ich glaube, du hast echt heimlich die Map studiert. Ne, wenn ich den Weg guck mal, 12-mal gehe. Non-conformist. Da können wir hin. Ach, da, guck mal, da können wir hinfahren lassen. Ja. Ja. Aber nicht, dass die Obdachlosen uns gleich verprügeln. Ich habe es irgendwie ein bisschen vermisst zu kämpfen. Obwohl es auch ein bisschen repetitiv ist, ne? Das ist so ein Mittelding. Oder wir müssen wirklich mal lernen, die Sling of David zu benutzen. Haben wir überhaupt Geld? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, für so einen Starbucks-Coffee würde es reichen. Also,
Schauen wir doch mal. Which of our local coffees would you like to try? Ja. Das hab ich gar nicht gesehen. Dark Roast, Twig Brothers. Ganz unten. Ach, da. Ja, kaufen wir, ne? Dusche Hipstars. Was gibt's noch mehr als das? Nee, weil darunter komme ich nicht. Okay. Büb. Twigbers Rich Coffee Blend. Haben wir noch irgendwas mehr zum Kampf? Bürgert haben wir 68. Was ist denn hier die Speed Potion? Der wird teuer, ne? Ja. Speed Potion. Guck, da sind wir voll. Sollen wir noch eine Power Potion nehmen? Das ist auch so teuer. 12, guck mal, die andere Power Potion, 2. Und wir gehen es. Jo. Aber nur 10 Punkte macht das Restored. Ja, und das andere? Okay, Health Potion. Cookies Restored, 6, 60, okay. Und Mana. Aber wir brauchen noch Geld für Zigaretten, nicht vergessen. Das stimmt. Die sind teuer in den USA. Hast du mal gesehen, wie teuer? Ich glaube so... $10? Oder 13 manchmal sogar, ne? Oh Gott, ich war ja gerade in England, ne? Ja. 8,5 Pfund. Sollen wir nochmal hier bei Twig... Hast du hier welche gekauft, ne? Nein, oh Gott, ich hatte eine Stange mit, natürlich. aber ich weiß zum Beispiel, ein Freund von mir war gerade in Australien und du darfst nur 25 Zigaretten einführen. Echt? Und da kostet, glaube ich, auch irgendwie $10 oder so. Ach, hier ist ja langweilig, da waren wir auch schon alles. Dann würde ich sagen, gucken wir noch einfach auf die Map, ob wir irgendwie noch die andere Nonconformist finden, oder? Ja. Okay. Und wir brauchen ja noch Kleidung. Oh, nee, nicht Kämpfi. Nicht Kämpfi. Schnell, lauf schnell. Also, Map. Wo müssen wir hin? Doch, wir müssen zu den Kennern, ne? Achso, stimmt. Ja? Also nach rechts. Heiko-Outfit, ja. Komme ich da irgendwie so schnell hin? Ach, die Pennerin hat Sachen. Ja. Oh Gott, 4. Holy shit. Dann kannst du mal dein... Oh, weißt du noch, wie es ging? oh Gott. So. Wollen wir kämpfen oder mit denen gehen? Was passiert, wenn wir mit denen gehen? Können wir dann nicht auf das andere Lager vielleicht? Können wir auch mit denen gehen und dann wieder umschwenken? Ich weiß es nicht. I don't know. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne meine Goth-Kids akquirieren. Ja. Müssen wir kämpfen. Oh, gegen 4. Wir haben einen Healer dabei. Na gut, wir versuchen es. Ja, du hast doch den Mongolian Bow, oder? Ja, okay. Ich glaube, wir müssen mitgehen, oder? Wenn sie uns das schon sagen. Decisions. Komm, wir versuchen einmal zu kämpfen, wenn wir verlieren, können wir immer noch mit denen gehen. Ja. Gott, nachher sind das so tausende Elfs oder so. Oh. Ach, sie haben den Mongolian Bow, ich habe die scheiß Waffe. Aber die müsste doch auch gut ziehen, oder? Ich finde, die kann vor allem durchschießen, ne? Also gegen Aliens auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die bei denen was nützt. Und wenn wir der schießt doch hier durch und trifft den hinteren auch, ne? Ja. Okay, und die Weapon. Wenn es der eine hat, das ist der Heiler und der obere ist ein Bogenschütze. Genau, den Heiler müssen wir zuerst abknallen. Also würde ich sagen, gehen wir auf den, weil die Waffe ja durchschießt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er durchschießt gerade. Echt nicht? Bei den Aliens auf jeden Fall, bei den Kindern weiß ich nicht. Mal gucken, ich versuch's nochmal. Haha, okay. Aber ist nicht stark. Kenny's Bow. 162, nehmen wir den. 22? Ja, du hast den falschen Moment. Nö! Oh, der nervt. Boah, 150 hat der mir abgeknüpft. Setz dich ein? Ein bisschen, oder? Klein. Stop digging around. Bling. Okay. Dann gehen wir auf den Healer, würde ich sagen, oder? Ja. Der ist voll schwach, die Waffe. Dann geht der auch auf den Healer.
Each time you see a heart. Ah, okay. Vielleicht sollte ich mal aufpassen. Ja. Yeah. Das war auch nicht so viel besser, oder? Ja, doch, schon. Wir haben ja auch noch unsere Attacken. Ah ja, wir haben noch den Slave. Wollen wir nicht Mr. Slave einfach holen? Die? Ja. Wir kriegen doch bestimmt noch mehr, oder? Ich weiß nicht. Oh Gott. Oh Holy Gott. Shit. Hau ihn! Wieso kann er denn zweimal angreifen eigentlich? Was macht nochmal unser Mana? Mana. Also nehmen wir erstmal wieder eine kleine Käuschen hier, eine große wahrscheinlich, oder? Mana ist, glaube ich, die Magie. Wir können ja auch furzen und so. Die Furzmagie. Summon können wir jetzt nicht mehr, Shit. Ich wollte jetzt doch Summon. War der, nehmen wir mal den? Nee, mach doch die Spezialattacke da. Das ja. Stimmt. Dann. Jujitsu. Die mal vorsehen. Probieren. Bup. Ah, ich komme nicht auf den hinteren, Shit. Okay. Ach, guck mal, der ist geblockt. Dann nehme ich mal den. Die wäre gut. Der kann ja auch noch Special machen. Eine 5er, eine 12er, eine 14er. Schon mal? Nee. Magical Unicorn? Nee, sollen wir das mal holen? Ja. Cool. Vielleicht der Knopf, der gezeigt wird. Nehmen wir, guck mal, der. Aber der ist sowieso schon tot. Es lohnt nicht, ja. Das Unicorn da drauf zu denken. Nehmen wir den, ne? Come on! Oh oh, kriegt das Button hin, der geschaut wird. Okay. Ja! Ja. Oh Gott! Ah, nein! Ich hab auch noch was gesehen! Oh nein! Kelly ist auch noch tot. Oh Gott! Ah, nein! Oh! Ich ahnte schon, dass ich das gar nicht hinkriege. Können wir Kenny wieder? Ja, ich glaub schon, ne? Oh nein! Ich sterben. Oh shit! Oh. Ich glaube, wir gehen mit den Elfen, oder? Können wir? Oder haben wir jetzt überhaupt noch eine Wahl? Oder glaubst du, es wird jetzt immer wiederholt, dass wir den Kampf anfangen müssen? Mal sehen. Oh yeah, oh yeah. Hä? Siehst du? Die haben uns entführt. Ah, okay. Wir sollten einfach mit den Elfen gehen. Jetzt sind wir nicht ohne den Kampf untergegangen. Ich wollte gerade sagen, blöde Elfen. Der Fahrrad denn? So, you're the new der mit Keil. Hallo. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick. Die sehen alle so süß aus. Müssen wir jetzt entscheiden, wem wir die Goth Kids bringen? Upgrade, guck mal. Oh, wir haben Jimmy, der war auch ganz cool. Und Stan? Cool, ja. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, shoppen können wir. Looty. Oh. Sehr schön. Ach, was hat denn der für Haare? Oder? Das ist, glaube ich, so eine, wie so eine, was so Priester haben. Wie heißt das denn nochmal? Zäsur? Nee, heißt das so? Ich glaube. Können wir denen was verkaufen, damit wir mehr Geld haben? Ja, so können wir. Gucken wir, ob wir das Größte verkaufen können. Oder? Das ist immer teurer, ist doch besser, oder? Was brauchen wir denn nicht mehr? Ja, der Bow, guck mal, der bringt gar nichts. Bow of Sucking, ne? Hatten wir den Crutch hatten wir schon mal benutzt, ne? Den Club? Vor unserer Eingangswaffe, glaube ich. Guck mal, der ist aber auch ziemlich schlecht, oder? Der Club? Aber wir benutzen ihn, warum eigentlich? Der ist ja viel, viel stärker. Nee, hatten wir nicht schon mal die ganze Zeit? Ja, ich wollte gerade sagen, ja, aber shit. Den Dodgeball haben wir auch noch gar nicht benutzt.
Demogorgon Bow, Maze of... ich trau mich nicht. Ja, das verkauft irgendwie bei Junk, oder? Anstatt irgendwie unsere geilen Waffen. Aber Junk dauert ewig. Guck hier. Willst du echt die Konsum von zwei Junk verkaufen? Vielleicht ist da irgendwie ein bisschen... Naja. Gut. Aber die sind relativ teuer. Eine Fork. Eine Games Fee. Das ist ziemlich teuer. Poop the Chocolate Fee. Aber wir haben eigentlich genug Geld, um erstmal kaufen zu gehen, oder? Ja. Also bei Weapons of Blade. Mal 3. Guck mal, 74 bis 103. Sind wir Level 6, Level 7 sind wir, oder? Ja. Und der hat 108 bis 26, aber keine Verdingsung. Ich glaube, das ist unser Mongolian Bow fast noch besser. Wollen wir den kaufen? Da ist der 12. 12. Ja, please, ja. Adam, please schenk mir den Elf. Na gut, weil du es bist. Yay, danke, Adam. Können wir hier noch was kaufen? Armor, 4 Armor, reducing enemy attacks, gain attack. Gain 50 HP when your buddy attacks, okay? And 10 Armor Reducing Enemy Attacks, Gain Defense. Finde ich jetzt nicht so überzeugend, oder? Ich glaube, das wäre das, was wir tragen, irgendwie besser. Kann das sein? Ja. Cool. Gucken wir hier nochmal. Vielleicht gibt es hier irgendwas für die Goths? Nö. Nee. Strap-Ons schon wieder? Strap-Ons. Immer wieder mit sicher. Da aber auch nicht. Wir haben ja schon irgendwas, ne? Ja. Roll of Quarters. Und Patches. Heal 25, Burn in Combat. Das ist eigentlich ganz gut. Stimmt, ne? Each turn, 25. 10% more one handed. Stimmt, denken so die Hardcore-Rollenspieler auf, was? 25 AP ist doch ja nicht. Jason! Das ist Ex von Jason. Das ist Ex zu Jason. Oh, dieses T-Shirt hätte ich immer noch gerne. Oh, wen haben wir hier? Ach, da ist unser letzter. Wie bitte, was sagt er? Okay. Den können wir schon mal anmachen hier. Achso, whoopsie. Ja, das war nur die letzte, die wir jetzt gefunden haben. Ach so. Yay! Was kann der Typ hier? Okay. Nu. Können wir hier noch irgendwo rein? Nein. Können wir das machen? Das ist die Tasche, ja. Das ist voll, okay. Den Loyalität. Können wir da hochklettern? Stimmt. Danke, Adam. Im Zelt ist da auch schon wieder was drin. Scalpel die. Können wir irgendwas dyen, irgendwas färben? Upsi. Okay. Nochmal hoch. Bisschen schneller. Tup. Können wir runterspucken? Kann man spucken? Nee. Furzen kann man. Aber was sollte das jetzt da oben? Da ist ja gar nichts. Ja, da ist ja die Flagge. Aber ich kann mit der Flagge nichts tun. Oder konnte ich mit der Flagge was tun? Nee, ich glaube nicht. Wir können uns das Upgrade machen und dann. Yay! Nee, das hatten wir schon. Haben wir mit Dan gesprochen? Ich guck mal. You know what every good boy should have? A flute. If I had a flute, I could play it. Danke. If I only had a flute, my Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranger is? I'd love to see if I could buy that flute. Okay. Ja, die müssen wir auch starten auf jeden Fall. Das wäre großartig, fand ich. Contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? That's too hard to be trusted. Viele Quests hier. Don't let Carmen use you. Okay, dann machen wir noch das Upgrade. Ja. Und dann gehe ich gerne weiter. Also. Jason. Also, können wir überhaupt updaten? Abilities. Machen wir den Magic eigentlich updaten? Level 9 und 11. Dann machen wir hier den Circumcise. Ja. Ding. Schauen wir nochmal kurz ins Inventory.
Also die müssen wir auf jeden Fall austauschen, hier den 41er. 74 bis 103 ist das Maximum 309. Ist mehr als das. Ja, Elf Blade. Und wir müssen auch nochmal gucken wegen der Schusswaffen, ne? Mhm, auf jeden Fall. Und Typ. Dutchball, Mongolian. 42, 120. 90. Ich glaube, den haben wir nur genommen, weil wir im Alien-Schiff waren. Ich glaube auch, ne? Ja. Dann nehmen wir den auf jeden Fall wieder, ne? Pip. Mal kurz eins rüber zu. Ach nee, warte mal, wo fahren wir? Dummer Viereck, wenn du auf dem Mongolian Bow bist. Aber ich kann da irgendwie nichts machen. Warte, gib nicht. Achso, ups, Moment. Also Viereck. Nee, runter geht nicht. Okay. Select. Ah. Cross Damage. Dann ekeln die sich. Gain 1 for perfect attack. That's 10 on perfect. Also perfect schaffen wir ziemlich wenig. Ja? Attacks ignore up to 5 armor. Ja, wollen wir das nehmen? Ja. Ah, das ist ja geil. Können wir es mit den anderen auch machen? Also wenn wir jetzt hier auf den gehen, Viereck. Select. Hier, Tuff Ginger adds 20 Ghost Image on perfect. Perfect. Oh, so wenig. Egal, eins muss man ja vielleicht. Ja. Nehmen wir den. Cool. Cool. Dann gebe ich mal weiter an. Machen wir jetzt die nächste Mission oder machen wir hier ein Päuschen? Ich würde sagen, wir machen ein Päuschen, oder? Ja. Cool. Dann, Adam, wo kann man dir noch folgen und neue Informationen zu Ach, Trafford? Auf Twitter. Falls immer noch WM sein sollte. Mit ganz vielen WM-Tweets. Stimmt, Adam ist der große Fußballfreund, Fan bei uns. Es gibt ja wirklich Leute, die, was meintest du? Es gibt wirklich einen Redakteur, der gefragt hat, wie viele Mitspieler ein Fußballteam hat. Also, glaubst du nicht, dass er dich verarscht hat? Nein. Das musst du mal tweeten hier. Genau, mir kann man auch folgen. Bei mir gibt es nicht so viele Fußball-Tweets, aber auch ein paar. Hast du überhaupt gesagt, wo man mir folgen kann? Nee, ich glaube nicht. Awesome Art. Genau, mir kann man folgen unter MediaWhore, MediaWhore. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Yeah. Oh Gott. Nein, ich habe das nicht. Kann ich auch noch tun.